Hallo. Dekostäbe weg, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Was war das? Ich habe keine Lust, mich mit denen zu befassen. Vor allem irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die respawnen nicht, die sterben gar nicht. Ich habe sie vorher bei den Mumien gesehen, die sind nachher so am Boden gelegen. Dann. Die Gärte. Nice. Da ist nichts, da kommen wir nicht rauf. Holen wir doch mal den vierten Rubin. Sind es eigentlich nur vier, sind es nicht fünf? Mir ist es so, als wären es eigentlich doch irgendwie fünf. Ja, es fehlt irgendwie noch einer. Also da bin ich rein. Da bin ich noch gar nicht drin. Wieso auch nicht? Das habe ich irgendwie nicht checken können. Hast du noch mehr Dannenblumen? Das sind einfach mehrere von diesen Fallgruben. Ah, das ist einfach so, ja. So ein riesen Troll, wo man einfach jede Fallgruben runtergehen kann. Da muss man ein bisschen achten, wir sind ständig irgendwo runtergehen. Also, aber jetzt wäre es eigentlich alle gegangen gewesen, ja? Schauen wir mal. Also, untersten Stock habe ich fast schon alles gesehen. Nicht so viele Räume übrig. Das würde ich immer, wenn ich da oben gehe, noch sollte ich auf. Wenn ich. Da ist ein Kollege. Ich hoffe, ich so, bevor er mich angreift. Nein, ich schaffe es nicht. Aber jetzt Interesse verloren. So. Ich weiß echt nicht, wo der andere Rubin ist. Der Silberig. Steht mal da oben. Ah, okay. Problem gelöst. Dann sind es wirklich 5-5. Jetzt komme ich also nicht mehr runter. Nein, nicht schlau. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach der Mauer der Wahrheit. Ja, das weiß ich. Bin ich auch dabei. Also. Da geht's raus. Ist das. Was? Ist das nicht da der Ausgang gewesen? Nein, nein. Ha! Ah, das ist der Messi. Okay, also da ist mal ein Eingang ausgegangen, hä? Gut. Was? Dann, da ist das Wasser, die eine ist die Truhe. Okay, da bin ich sicher noch mal nicht durch. Ja, also so können wir es auch machen. Haha! Ich glaube, da kann ich jagen. Ah, tut mir leid. Die Frage, wenn ich jetzt da übergehe. Ah, oh, nice. Okay. Weil bei gewissen. Von den, bei dem Gefängnis, bei dem Kerker. Bei der einen hat es nämlich so eben Fallgruben, die man nicht sieht. Listen! Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Nein, das sind die, die wir im Waldtempel schon kennengelernt haben. Ja, genau die. Hallo! Flup! You die! Oh, der braucht noch mehr Schläge. Oh! Wow! Das war viel gewesen.
Was sind sie jetzt gerade? 6x20? Ja, das habe ich jetzt eben gedacht. Hallo? Ja. Ich glaube, ich muss ein warten, mal die eine Tür aufmachen. Ein warten. Weil ich weiß aber nicht genau, wo ich da rundherum komme, um die Ecke. Und das andere Problem ist eben, wenn es eine unsichtbare Wand oder Boden ist, also vor allem Boden, so ein unsichtbarer Boden hat, dann weiss der Link nicht, wenn, also muss es abspringen. Das heisst, selbst wenn man wüsste, wo die Lücke wäre, kann man nicht, ja, kann man nicht rüber. Und ja, das ist doch doof. Da schauen wir da etwas. Also, suchen wir mal den Mittelraum auf. Da bin ich ja gerade reingekommen, oder? Ja genau, das war der Eingang. Also. Und da, wenn das Wasser oben ist, kommen wir dann noch rüber. Alles klar, muss man merken. Und jetzt irgendwo bin ich da reingekommen. Ich das Belohnung an. Ich habe zwar eh schon viel zu viele Rubine. Naja. Die Frage ist jetzt eben, ob ich da überhaupt etwas machen kann oder ob da eh alles gesperrt ist. Da jetzt ein Schlüssel, eine Tür, die ich aufmachen kann. Eine Kiste, die ich noch nicht holen kann. Ein Gegner, den man halt leider will. Der hat sich wieder erledigt. Das ist genau der zweite Gang, ja genau. Das Wasser dieser Statue flutet das gesamte Stockwerk. Ja, aus können wir das neu abladen. Schau, ob ich nicht etwas vergessen habe. Diese Mauer, ihr reißt das Gefahr aus der Tiefe. Kann ich da runtergehen, oder wie? Wahrscheinlich. Ich würde sagen, das ist doch vielversprechend. Weil bei den anderen zwei könnte ich 50-50 einfach die eine Tür aufmachen, aber ich gehe glaube ich lieber hier. Ui, der ist knapp gewesen. Ja, bravo. Ich hasse es. Okay, aufpassen, dass man nicht runtergeht, ja. Schön. Eine Donnerblume. Mal schauen, wie lange sie mag heben. Wird knapp. Wenn nicht gelangt. Ja, aber... Muss ich jetzt wirklich so Trial and Error mässig machen, dass ich einfach ausprobieren muss, wo ich auch drauf stand, wo nicht. Wenn ich es nicht geschafft habe, muss ich den ganzen Scheißweg nur mal auf und an. Das würde mich jetzt irgendwie ein bisschen angeblich. Gelinde gesagt. Fahr von oben. Bum bum. Oh! Ah, jetzt kommt er einer gerade jetzt. Dort rührt es mich runter. Da ist das Wasser runter. Ich kann es gleich nochmal durch. Ist egal. Thank you.
müsste ich leider vielleicht nicht nochmal verschwinden. Nochmal dran nehmen. Okay, also das ist definitiv nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, wo die Dings. Also, nicht möglich. Ich glaube, ich muss effektiv zuerst an einen anderen Ort hin. Ach. Na gut, hören wir halt nochmal auf. Klettern wir nochmal das Leiterli drauf. Am Brief. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Ja. Da kommen wir nochmal das Glück über. Nur ein paar Herzchen. Nein, komme ich nicht über. Überkommen. Oh, wo nix. Ich muss jetzt schon gleich mal das Wasser ablassen, aber... Oder soll ich es... Komm, ich mach das gerade. Ich mach das gerade jetzt. Jetzt bin ich da oben weggegangen. Also! Wenn wir das Wasser ablassen, dann kann ich nämlich bei der einen Stelle durchtauchen und... durchtauchen, runtergumpen und die Schatzkiste holen. Ich nehme jetzt mal schwer an, das ist. Wegen dem königlichen Abwasser und so. Wobei das jetzt eigentlich nicht mit dem König zu tun hat. Perfekt. So, da ist nichts direkt. Ah, und weg. Und ich ihm nachher säckle. Njaum. Njaum. Nein, zu langsam gewesen. Also, da ist das, glaube ich, gewesen. Mit der Truhe. Bitte gib mir doch das Schlüssel. Das wäre jetzt nett. Ich muss das Herz liefern. Okay. Dann kriechen wir mal beim Start durch das Gängli durch. Das ist also das nächste, was ich noch so im Kopf habe. Sonst müsste ich ja schon gleich mal das Item finden. Sonst komme ich da hier nicht mehr weiter. Ah, voll reingelaufen. Ich bin jetzt ungeduldig, sorry guys. Mädels. Ne, keine Herzen. Ja, jetzt sieht es gut aus. Hallo Arm. Wie war es genau mit den Armen? Muss ich jetzt wirklich fein packen lassen? Ja, genau. Und wie komme ich genau weg? Nein, ah, jetzt ist gut. Nein, nein! Fick dich! Das ist so eine arme Sau. Ich kann einfach gut fressen. Wie heißt der Typ eigentlich? Das würde mich jetzt interessieren. Oh, in den Griff doch. Nein, gerade hinter mir gibt es doch gar nicht. Also, was ist es jetzt? Der große Hirnsauger. So. Der Schlag ein ist. Aha! Ah, das würde noch helfen. Nein! Jetzt machen wir selber gar noch weh.
Hey, ihr Zauger! Wie kann man die am besten? Kann man die einfach abfetzen oder so? Oder mit. Ich bin behindert. Logisch! Für was habe ich dann meine anderen Sachen, die ich noch im Rucksack drin habe? Gibt's gar nicht. So. Ah nein, okay, doch nicht. Nicht Hirnzaugen, du Arsch. Gut, können wir schnell den noch gut so kaputt machen da unten. Es ist wie so ein Schwan, ein super komisches Ding. Abfreckter Schwan irgendwie. Schon recht gruselig, grusig. Ach, es geht viel zu lang, Mann. Ah, ja. Ich hatte vorher eine Nüsse bekommen. Ja, auch nicht. Okay, ja, dann muss man das wirklich so machen. Hey, kommen die jetzt wieder, oder was? Schlage an seine Diener, um ihn zu beseitigen. Muss ich ihn zuerst und nachher die Kleine, oder was? Ich check's irgendwie nicht. Muss ich genug schnell sind und alle kaputt machen. Sehe ich das richtig? Oh la 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 la. Ja, wahrscheinlich muss ich einfach genug schnell sein. Hm. Ja, und das würde noch helfen, wenn ich würde können treffen. Hey! Okay, nee, das geht jetzt wirklich im Fall nicht. Weißt du, los wir mal auf den Navi und. Ja. Einfach zu pölzen. Komm, beweg dich mal, Lee. Jetzt ist gegangen. Hey, stirb einfach mal, Mann. Frank, was geht's jetzt, bis du wiederkommst? Check's auf jeden Fall nicht. Ja, aber... viel zu schnell. Also, jetzt machen wir schnell ein ab. Zerschlage seine Diener, so ein Scheissdreck, ey.